Eines der typischen Argumente, um zu beweisen, dass wir nicht in einer patriarchal geprägten Gesellschaft leben, ist ein statistisches. Und das geht immer gleich. Und zwar ungefähr so. Männer werden mindestens genauso schlimm unterdrückt wie Frauen. Denn Männer werden öfter Opfer von Gewalt, also durch Körperverletzungen, Gewaltkriminalität oder Bedrohung. Wobei man hier sexuelle Gewalt in jeder Form ausblenden muss, weil hier Frauen ausnahmslos in allen Bereichen weitaus öfter betroffen sind als Männer. Männer sitzen häufiger im Knast, Männer haben gefährlichere Jobs, Männer werden im Kriegsfall eingezogen, Männer sind öfter obdachlos und werden, das ist aber ein bisschen kontroverser, in Sachen Kindern benachteiligt, obwohl das jetzt nicht so einfach mit einer Quelle be- oder widerlegbar ist, zum Beispiel noch ein Video. Auf jeden Fall stimmt das alles mehr oder weniger, aber oft steckt hinter diesen ganzen Statistikansammlungen doch eine antifeministische Haltung. Denn erstens suggerieren diese Statistiken, dass feministische Forderungen nach Gleichberechtigung quasi faschistoide Befehle zu Gleichschaltung sind. Aber hey, nein, wir leben nicht in einer gleichberechtigteren Gesellschaft, wenn genauso viele Männer wie Frauen obdachlos sind, sondern wenn einfach niemand mehr obdachlos ist. Zweitens tut das Statistikargument so, als ob Frauen gar nicht wirklich mehr benachteiligt sind als Männer, sondern es einfach alle Menschen sind, die gleichermaßen unter den gesellschaftlichen Verhältnissen leiden. Ich möchte aber sagen, dass feministische Analysen jetzt nicht so eine Art Unterdrückungsolympia sind, wo jetzt die Person mit den meisten Diskriminierungen oder die Personengruppe eine Goldmedaille umgehängt bekommt, sondern es geht ja darum zu verstehen, wie und warum Geschlecht und Macht zusammenhängen und woher das kommt. Ich meine, wenn heranwachsende Männer durch ihre Männlichkeitsideale derart zugerichtet werden, dass ihr gesamter emotionaler Haushalt eigentlich auf vier Gefühle eindampft, nämlich Lust, Aggression, Stolz und Verwirrung, wenn sie die Abwesenheit von intimen Beziehungen mit Freiheit verwechseln, wenn sie lernen, dass Frauen entweder Objekte oder Beute sind, um die man mit anderen Männern konkurriert, und wenn dann auch völlig normalisiert ist, dass man die eigenen Machtansprüche als Mann notfalls mit der Faust durchsetzt, natürlich sind Männer dann gefährdeter. Natürlich tun sie öfter anderen Männern Gewalt an. Natürlich landen sie öfter im Knast. Natürlich haben sie weniger soziale Netze, die sie von der Obdachlosigkeit retten und können in einer männlich dominierten Gesellschaft noch nicht mal ihren eigenen Körper verkaufen. Aber für all das interessieren sich diese ganzen Antifeministinnen mit ihren ach so objektiven Statistiken und Quellen nicht, weil es ja gar nicht um Verständnis geht, sondern um Stimmungsmache. Apropos Quellen, hier sind meine.